Nach zwei Siegen in Serie, nach dem Trainerwechsel, lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt beim BHC. Damit das so beim Tabellenvorletzten bleibt, braucht es den Sieg in Hamburg. Und sie liegen auch schnell vorn Hamburg mit der Antwort. Ilic, das Anschlusstor. Insgesamt der BHC aber mit einer starken ersten Hälfte. 13:9 die Führung. Krečić erhöht sogar, muss aber ordentlich einstecken. Niklas Weller, der Hamburger Kapitän, erwischt ihn voll, kriegt die rote Karte nach Videobeweis. Weller, der erst zurückgekehrt war, nachdem er krankheitsbedingt gegen Stuttgart fehlte. Hamburg unterlag in Stuttgart, hatte große personelle Probleme. Jakob Lassen mit dem Anschlusstor, 10:14. Insgesamt in den ersten 30 Minuten laufen die Hamburger über weite Strecken hinterher. Linus Arneson mit dem nächsten Tor für den BHC, die auswärts in dieser Saison noch nicht so viele Erfolge einfahren konnten, sich hier aber richtig stark präsentieren. Doch dann vor der Pause diese Szene. Ladefoget kriegt ebenfalls rot nach seinem Einsatz gegen Live Tissier. Dennoch führen sie nach Durchgang Nummer 1 18:15. Doch der Vorsprung ist schnell weg. 21, 40. Minute. Sie legen aber vor. Andersen mit dem 22:21. Dann schaltet sich Johannes Bitter ein. Mehr und mehr wird er ein Faktor im Kasten der Hamburger. Erst diese eine großartige Parade, dann auch diese Szene gegen Benge. 13 Bälle kann er insgesamt entschärfen. Zudem werden die Hamburger vorne zielstrebiger. Jakob Lassen mit dem Treffer. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Es ist eine extrem ausgeglichene Partie. Dani Bajens. Nun haben die Gastgeber auch das nötige Quäntchen Glück. Die letzten Minuten sind extrem packend. Hamburg schafft es auch dank Dani Bajens, sich ein Pölsterchen zu erarbeiten. 29:27, wenig später steht es sogar 30:27. Der BHC stemmt sich anschließend gegen die drohende Pleite. Doch auch, weil die Hanseaten Johannes Bitter im Kasten haben, gelingt es den Gästen nicht mehr, den Hausherren so wirklich gefährlich zu werden. Hamburg schlägt den BHC nach großer Aufholjagd mit 32:30. Für den BHC ist es ein großer, großer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Und Hamburg darf jubeln. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.